Herr Dr. Völkel, wir sprechen heute beim Aspen-Institut über Kryptowährungen und auch der Hype, der sie umgibt. Warum sind Kryptowährungen für unsere Wirtschaft so relevant? Also zunächst einmal geben Kryptowährungen die Möglichkeit, in digitale Zukunftsthemen zu investieren. Digitale Payments, das Metaverse, digitales Gaming, digitale Infrastruktur. Das ist das eine. Und zum anderen sind Kryptowährungen der Motor der Blockchain-Technologie. Und die Blockchain-Technologie ist eine Zukunftstechnologie, ist eine Querschnittstechnologie von großer Bedeutung sowohl für die Finanzwirtschaft als auch für die Realwirtschaft. Super. Momentan ist es ja eine recht schwierige aktuelle Marktsituation für Kryptowährungen. Wie beurteilen Sie das? Ich würde sogar sagen, nicht nur recht schwierig, sondern schwierig, tatsächlich schwierig. Was sehen wir? Wir sehen einen angespannten Markt. Wir sehen Kryptowährungen, die sehr hoch bewertet waren, die jetzt niedriger bewertet sind. Da ist bestimmt auch eine Korrektur dahinter, eine ganz normale Kurskorrektur. Wir sehen makroökonomisch und auch, was die Finanzwirtschaft anlangt, ein insgesamt schwieriges Umfeld. Na? Und wir sehen das bei Kryptowährungen insbesondere. Kryptowährungen, das ist eine sehr junge Assetklasse. Und wenn die Volatilität in den klassischen Assetklassen, Aktien etc. schon hoch ist, dann ist sie in den Kryptowährungen doppelt so hoch. Was aber wichtig ist, es ist für mich Teil des ganz normalen Erwachsenwerdens einer noch sehr jungen Anlageklasse. Super, vielen Dank. Sie haben ja in der Vergangenheit auch von der potenziellen Überregulierung des Kryptomarkts schon gewarnt. Welche Folgen befürchten Sie da konkret? In der Tat. Regulierung ist wichtig, dafür stehen wir auch als Gruppe Börse Stuttgart. Überregulierung wäre genau das Falsche und kontraproduktiv. Wenn wir überregulieren, dann würgen wir Kryptowährungen ab, dann würgen wir den Motor der Blockchain-Technologie ab. Das heißt, wir verabschieden uns aus einer Zukunftstechnologie. Das haben wir in Europa schon ein-, zweimal gemacht, nicht von Erfolg gekrönt. Wir sehen das beim Thema Digitalisierung. Und was ist das Resultat? Wir sind Konsumenten. Innovation, Wertschaffung findet woanders statt. Und das sollte im Bereich Blockchain auf keinen Fall wieder passieren. Und deswegen ist Überregulierung genau das Falsche. Der Motor würde abgewürgt. Super, vielen Dank für die Antworten und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ich freue mich auch. Vielen Dank.